Die Füchse Berlin sind bekannt für ihre hervorragende Jugendarbeit. Einer der erfolgreichsten Sprösslinge ist der 19-jährige Paul Drucks. Deutscher Nationalspieler, angekommen im Profi-Handball. Für die richtige Mischung bei den Füchsen sorgen aber auch Routiniers wie Kapitän Iker Romero, der mit 34 Jahren noch immer die Liga aufmischt. Der stets gut gelaunte spanische Oldie und der deutsche Shootingstar. Beide trennen 15 Jahre, doch auf der Platte harmonieren sie prächtig. Aber verstehen sie sich auch abseits des Spielfelds? Der Test im Berliner Trainingszentrum Füchsetown. Die Rückraumspieler erklären sich gegenseitig Begriffe, die der andere nicht kennt. Um den Schwierigkeitsgrad noch zu erhöhen, sind einige Ausdrücke dafür tabu. Herr Romero, Herr Drucks, wie steht's um die deutsch-spanische Freundschaft? Wer sagt immer, bisschen aktiver? Bisschen aktiver, Jungs. Wer sagt das? Okay, nochmal. Wer sagt immer, bisschen aktiver, Jungs? 4x10. Okay, da muss ich auch. Das war klar, oder? Ja. Ah, diese wäre auch gewesen, ja. Man ist eine typisch Berliner oder Deutsch Essen, aber ne. Falsche. Wiederholung. Ist eine Möglichkeit auf Essen. Und ist coming aus dem Schwein. Bratwurst. Ja. Dieser Fußballer, der hat bei Hoffenheim gespielt und ist jetzt, hat ganz viele Muskeln jetzt. Torwart. Ja? Torwart. Ja? Weißt du den Namen? Mit den langen Haaren? Der jetzt im Boxring war? Ja, ich weißt du? Torwart, war eine deutsche Mannschaft, deutsche Fußballmannschaft. Team Wiese. Gut. Ja, voilà. Wenn ein Tor fällt bei uns und dieses Lied kommt, die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Welcher Spieler hat Tor gemacht? Iker Romero. Das war einfach. Okay, ich gebe zwei Namen für die Top Handballspielers. In der gleichen Position. Du musst sagen, der dritte. Okay? Karabatic, Mikkel Hansen und Iker Romero. Nein! Ah, das ist gut genug, oder? Du musst verstehen. Du verstehst, wer ist das? Desi. Ja, Desi, das ist du. Ein Halblinke. Die gleiche Qualität als Karabatic, Mikkel Hansen, und ist deutsch. Paul Drucks. Ja, voilà! Die beiden sympathischen Hauptstädter werden leider nur noch diese Saison zusammen bei den Füchsen spielen. Danach beendet Romero seine aktive Karriere. Aber bis dahin wird es noch einiges zu lachen geben. Jawohl. Ha ha ha.